Ja, wir sind hier im Gürzenich der guten Stube von Köln. Mein Name ist Dirk Kessel von der Kultopia-Stiftung Kunst hilft geben. Wir haben uns eine Notgeldaktion vorgenommen und wollen jetzt ukrainische Kinder, die geflüchtet sind hier in Köln, praktisch ablenken von dem Alltagssorgen, auch die Mütter. Wir haben ungefähr 350 Gäste und das ist uns eine Herzensangelegenheit, was für ukrainische Flüchtlinge hier in Köln zu tun. Und am Schluss wird es eine Ausgabe von Süßigkeiten, von Zoo-Gratiskarten und hier gibt es Kaffee- und Kuchentafel. Also das ist für uns auch wichtig, dass es einfach ein schöner Nachmittag, ein Willkommenstag hier in Köln wird. Das ist der Kinderchor Lucky Kids. Lucky Kids, und es sind vom Jugendchor St. Stephan noch hier ein paar Große dabei, die den Chor unterstützen. Це хор, який називається Lucky Kids, веселі чи щасливі діти, і також є двоє трохи більших, трохи старших учасників, які теж будуть підтримувати маленьких дітей, які будуть співати. Ich war ein stolzer Römer, komm in Cäsars Legion. Ich bin der Franzos, komm in Napoleon. Ich bin Bur, Schreiner, Fischer, Bettler und Edelmann, Sänger und Jaukler, so fing alles an. Als ehemaliger Präsident von Emmaus Europa muss ich euch aus der Ukraine sagen, ihr steht für die Idee Europas. Das heißt, Freiheit, Selbstbestimmung, Demokratie, und das ist wirklich in Gefahr. Ich habe Respekt, wirklich Respekt vor eurem Engagement. Ich danke euch sehr. Im Grunde genommen ist es erstmal unser Tanzverein Art of Dance, der diese ganze Sache jetzt so ein bisschen versucht zu organisieren. Die ganzen jungen Tänzer aus der Ukraine, speziell aus den Städten, die sehr stark betroffen sind, aus Charkow, aus Kiew, sind jetzt zu uns gekommen mit ihren Familien. Und wir versuchen denen im Augenblick alles das zu ermöglichen, was sie früher schon gemacht haben. Und da ist jetzt so diese kleine Tanzgruppe entstanden, die in Köln jetzt speziell natürlich jeden Auftritt versucht wahrzunehmen. Ich versuche den Kindern die Möglichkeit zu geben, dass sie sich auch zeigen können, dass wir andere Kinder aus der Ukraine auch animieren können, das Gleiche zu tun. Und dass ich sehe im Studio, meine Frau ist auch sehr stark involviert in diese ganze Sache, sehe, dass da unglaublich gut das ankommt. Die Kinder
befreit sind, einen Moment lang, und das macht mich und meine Frau auch glücklich. Solche Veranstaltungen machen mich unendlich glücklich, denn durch unsere digitale Welt steigt die Einsamkeit, übrigens auch für unsere Kleinen. Und dass dann eine so große Gruppe mit Erwachsenen und Kindern so glücklich zusammen feiern, das müssten wir sehr, sehr oft wiederholen. Denn die sind auch sehr einsam alle heutzutage. Und deshalb finde ich, gibt es nichts Besseres als sowas. Быстрее!